بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه آه على عمر الفتى وشبابه وصباه يا Heute fangen wir بإذن تعالى mit Vorzeichen oder Zeichen der Stunde. Und zwar nochmal als Wiederholung, damit wir Erfrischung haben. Das sind jetzt 4 Wochen. Ja, gesagt, die Zeichen prinzipiell sind kleine und große. Kleine Zeichen und große Zeichen. Die große sind 10, Hadith Hudhaifa, und die kleine sind sehr viel. Und bei der kleinen haben wir gesagt, es gibt einige Zeichen, die schon geschahen. Und die sich nicht wiederholen. Einige, die geschahen und die werden sich wiederholen. Einige, die noch nicht geschehen sind. Das waren die Unterteilung, was wir gehabt haben. Jetzt fangen wir mit diesem Barakallahu fikum Kapitel. Und zwar die Zeichen einiger. Wir reden über einige, nicht über alles. Aber wenn wir über alles reden, dann dort. Nummer 1. Die Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Ableben salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Warum ist das ein Zeichen ist, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin gesandt worden oder entsandt worden, sozusagen am Anfang der Stunde. Das bedeutet schon der letzte Tag, das ist der Anfang der letzten Tag. Deshalb bin ich entsandt worden. Sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Vater von einem von euren Männern. Ist der Gesandte Allahs und der Letzte von den Propheten. Der Letzte. Übrigens, Khatam wollen einige so erklären, die sagen Khatam, Siegel der Propheten. Und die sagen, Siegel bedeutet hier wie Ring. Und deshalb gibt es kann andere Propheten geben. Wer sagt das? Die Qadianiyya. Die Kuffar sind ohne Zweifel. Und wer an ihrem Kuffar zweifelt, ist kein Muslim. Der sagt ja, Siegel. Ja, was kommt am Ende? Ja, immer ein Siegel. Und dieser Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er zu Ali gesagt hat, pass auf, zu Ali, radiallahu alaihi, er sagte, oh Ali, willst du nicht die Stellung von mir wie Harun zu Musa haben? Aber es kommt kein Prophet nach mir. Und das ist klar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Gesandte Gottes ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet ist. Bei Al-Bukhari und Muslim von Sahl ibn Sa'd. Nochmal. Sahl ibn Sa'd.
Er sagte, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit seinen zwei Fingern zeigend. Und er sagte, Bu'istu ana was-sa'a, ana was-sa'atu kahatain. Dass ich wurde mit der Stunde, mit dem letzten Tag, wie diese beiden Finger entsandt wurden. Das wird die Stunde und ich sind sozusagen aneinander nah. Das wird mit meiner Botschaft ist die Stunde so nah geworden, der letzte Tag so nah geworden. Und Shu'ba sagte, Qatada sagte, pass auf, er sagte, er meinte damit, zwischen mir und der Stunde ist so viel geblieben. Das wird, ich bin hier und die Stunde dieser Zeit ist nur geblieben. Das ist schon alles weg und da bleibt nur diese kleine. Von der Zeit, dass die Stunde ausbrechen wird. Deshalb die Bedeutung ist sowieso, dass der Prophet ﷺ der letzte Prophet Gottes ist. Es kommt nach ihm kein Prophet und was nach ihm kommt, ist der letzte Tag. Deshalb Al-Qurtubi sagte, Barakallahu fikum, die erste oder das erste Vorzeichen der Stunde ist die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und Barakallahu fikum, wir wissen auch, dass die Juden in Medina gesagt, dem Arabern gesagt haben, dem Aus und Khazraj, sie haben ihnen gesagt, es wird bald ein Prophet kommen und er wird uns unterstützen gegen euch. Und er ist sozusagen, wenn er entsandt wird, dann heißt es, dass die Stunde nah geworden ist. Also das war nicht nur bei uns Muslimen so, sondern die Juden auch haben gewusst, dass sie gesagt haben, vor dem letzten Tag wird ein Prophet entsandt und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Zweitens, barakallahu fikum, als Zeichen, barakallahu fikum, Spaltung des Mondes. Spaltung des Mondes. Barakallahu fikum, natürlich Spaltung des Mondes steht im Koran, in Surat al-Qamar, اقتربت الساعة وانشق القمر. Die Stunde ist nah geworden und der Mond ist gespalten. Pass auf jetzt. Sag mir, ja, aber das steht, die Stunde ist nah geworden und der Mond ist gespalten. Wie versteht man das? In der arabischen Sprache. In der arabischen Sprache. Weil diese Sprache so stark ist. Manchmal gibt es, wenn der Araber spricht, dass er die Sache sozusagen klar schafft, der macht, was hinten ist, nach vorne und was vorne nach hinten. Der spielt mit dem Satz. Und dies nennt man Taqdimun wa Ta'khir. Und dies nutzt, dass dies geschehen wird. Unbedingt. Es gibt keinen Zweifel. Deshalb normalerweise heißt Inshaqqa al-Qamar wa iqtarabat as-sa'a. Das heißt, der Mond wurde gespalten, das heißt, die Stunde ist nah geworden. Aber damit Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt, dass die Stunde unbedingt nah geworden ist, er sagte, اقتربت الساعة وانشق القمر. Also die Stunde ist nah geworden und der Mond wurde gespalten. Natürlich, wir wissen, barakallahu fikum, dass der Mond ein Mond ist. Dass der Mond gespaltet wird, das ist nicht normal. Das ist natürlich ein Zeichen, was nicht jeden Tag passiert. Aber wie war das? Warum wurde der Mond gespalten? Und zwar, barakallahu fikum, sakumullah khairan, die Leute von Mekka, die kamen zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben ihm gesagt, du behauptest, du wärst ein Gesandter Gottes und ein Prophet Gottes. Deshalb wollen wir von dir ein Zeichen haben, dass wir dir glauben, dass wir dir folgen.
Der sagt, was wollt ihr? Dann haben sie gesagt, wir wollen, dass du deinen Schöpfer fragst, dass er den Mond spaltet. Der Prophet hat Allah darum gebeten, dass Allah den Mond spaltet. Dann hat Allah ihm das gegeben. Und sie haben das gesehen. Der Mond war zwei Spalten. Eine Spalte auf dem Berg hier und eine Spalte auf dem Berg hier. Sie haben das selber gesehen. Was haben sie gesagt? Nicht, dass es Zeichen Gottes. Sie haben gesagt, der hat uns verzaubert. Deshalb ist die Regel immer, egal was du den Kuffar bringst, wenn die nicht die Rechtleitung wollen, dann werden sie immer irgendeine Scheinerklärung holen, dass sie sagen, das stimmt nicht. Egal, was du machen willst. Überleg dir heutzutage. Du sagst, wir wollen Frieden, wir wollen nicht kriminell werden, wir wollen Gutes tun. Die sagt, ach, das ist Manöver, das ist so und so und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, das ist normal. Ich meine, die haben sofort gesagt, ja, das ist Magie. Obwohl sie das gesehen haben. Man erzählt heutzutage oder früher auch von einigen Schriften und Handschriften, die man irgendwie in China oder in Tibet dort gefunden hat, dass man geschrieben hat, im Jahre, in dem der Mond gespalten wurde. Da wird andere auch haben das gesehen. Nicht nur die Muslime und die Kuffar. Und der Prophet, Ibn Mas'ud, hat erzählt, dass er sagte, der Mond wurde zur Zeit vom Propheten gespalten zu zwei Hälften. Und der Prophet sagte, bezeugt das, guckt. Aber trotzdem wollten sie das nicht annehmen. Subhanallah. Und schaut mal den Unterschied, ja? Bei manchen, die haben den Propheten nur gesehen. Der sagt, subhanallah, sein Gesicht ist nicht ein Gesicht von einem Lügner. Und er hat den Islam angenommen. Und bei diesen Leuten, der spaltet für sie den Mund. Und die sagen nein. Das steht doch im Koran, barakallahu fikum, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, willst du, dass wir dir folgen? Dann sollst du einen Leiter zum Himmel bringen, dass wir auf diesen Leiter zum Himmel hochsteigen. Und dass wir dort gucken. Du sollst uns Qusay ibn Kilab zurückbringen, dass er sagt, du bist wirklich der Gesandte Gottes. Und wenn du das schaffst, wir werden dir auch nicht glauben. Ja, dann was wollt ihr? Was wollt ihr dann? Möge Allah subhanahu wa ta'ala wahren. Deshalb, das ist ein großes Zeichen. Das wird sich nicht wiederholen. Wir reden über Zeichen jetzt, die sich nicht wiederholen und die passieren. Das dritte, Ableben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder sterben. Manche Leute sagen, du darfst nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Ja, sagen, das geht nicht. Deshalb sagen wir ableben, okay, kein Problem. Was können wir machen? Man erzählt von Ibn Sirin. Ibn Sirin hat Träume hier angedeutet. Man erzählt von ihm, dass ein Mann zu ihm gekommen ist. Und er hat ihm gesagt, ich habe jemanden gefragt nach einem Traum. Dieser Mann war sehr schlecht, er hat keine Ahnung. Deshalb suche ich nach dir und ich bin zu dir gekommen. Der sagt, was hast du geträumt? Der sagt, ich habe geträumt, dass meine alle Zähne gefallen sind. Und der Mann sagt mir, deine Familie und deine Eltern und deine Kinder, die sterben alle. Was ist das von ein Traum, sozusagen Andeuter und so weiter und so fort. Ibn Sirin hat ihn angeschaut, der hat ihm gesagt, du wirst am längsten leben von deiner Familie. Das ist dein Traum, du Bedeutung. Der sagt, möge Allah dich segnen. Du bist so gut, das ist das Wissen. Schaut mal, wie die Leute, wenn sie nicht verstehen. Der andere hat ihm gesagt, die werden alle vor dir sterben. Ibn Sirin sagte, du wirst am meisten leben.
Dann müssen sie sterben. Und das ist die Sache, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bei manchen Leuten, egal was du ihnen erzählst, der will ein bestimmtes Wort hören. Wenn du das nicht sagst, ja? Ich meine, wenn wir sagen, Allah hat kein Ort, Allah hat kein, ist mit, nicht mit der Zeit verbunden, die wollen das nicht hören. Die wollen von dir hören, Allah hat kein Ort, Allah hat keinen Platz, Allah hat keine Zeit und so weiter. Das, was sie gelernt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Koranisch subhanahu wa ta'ala herabgesandt und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Das ist Surat al-Anbiya. Das bedeutet, barakallahu fikum, wir haben keinen Menschen vor dir die Ewigkeit gegeben. Wenn du sterben wirst, dann werden sie auch niemals ewig bleiben. Jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Seele. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch ist gestorben. Salawatu Rabbi wa salam. Und als Beweis von Sunnah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte dem Sahaba, wenn jemand mich begrüßt, dann, oder wenn er mir Salah schenkt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm 10 schenken. Dann sagt, wie werden wir das machen? Und du bist schon gestorben. Du bist schon gestorben. Ja, hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sage ich jetzt hier in diesem Zusammenhang, doch erklären müssen und sagen, nein, ich werde nicht sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, Mautun Nabi sallallahu alaihi wa sallam ist ein Zeichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat selber den Sahaba gesagt, ich werde sterben. Und so, barakallahu fikum, Auf ibn Malik. Auf ibn Malik. Sehr schöne Überlieferung. Er sagte, ich habe den Propheten darum gebeten, dass er reinkommt. Er kam zum Propheten und er sagte, darf ich reinkommen? Dann sagte ich ihm, soll ich in meinen ganzen Körper reinkommen oder in Teil von meinem Körper? Der Prophet sagte mit seinem ganzen Körper. Der hat gesagt, dann bin ich reingekommen und ich habe gesehen, wie der Prophet sich für das Gebet gewaschen hat. Dann sagte mir, O Auf ibn Malik, 6 Zeichen gibt es, oder es gibt 6 Zeichen vor der Stunde. Und er sagte, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, Mautu nabiikum, das Ableben, das Sterben von eurem Propheten. Diese Überlieferung werden wir später nochmal behandeln, bi'idhnihi ta'ala. Barakallahu fikum, Abu Bakr und Umar haben Ayman besucht. Und Ayman, barakallahu fikum, war die Sklavin, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sozusagen behütet hat. Sie waren bei ihr, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie immer besucht hat. Dann sagte Abu Bakr und Umar, als wir dort bei ihr waren, dann hat sie angefangen zu weinen. Da haben wir sie gefragt, warum weinst du? Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam starb. Der sagt, ich weine nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam besser hat bei seinem Schöpfer, sondern ich weine, weil die Botschaft vom Himmel unterbrochen ist. Es gibt kein Wahi, keine Offenbarung mehr vom Himmel. Als sie dann angefangen hat, so zu weinen, dann haben sie beide auch geweint. Also, barakallahu fikum, zakumullahu khairan, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist gestorben. Und die Überlieferung von Auf ibn Malik nur schnell. Er sagte, Auf, erzähle 6 Themen.
vor der Stunde. Mein Sterben. Befreiung von Beit al-Maqdis, das wird von Palästina. Dann eine Epidemie, dass viele von euch sterben werden. Zweimal Epidemie. Dann das Vermögen bei euch so viel sein wird, dass man 100 Dinar hat und der sucht nach einem Armen, damit man dem Armen das gibt, man findet nicht. So vermögend werdet ihr werden. Dann sagt er, eine Fitna, eine Versuchung, die in jedes Haus vom Arabern reinkommen wird. Und dann sagt er, dann ein Friedensvertrag zwischen euch und den Römern. Dann werden sie untreu werden und sie werden den Vertrag nicht einhalten. Und die werden unter 80 Flaggen kommen. Unter jede Flagge 12.000, Entschuldigung. Das ist bei Al-Bukhari. Das werden wir das nächste Mal, wenn ich alle erkläre. Aber weil wir jetzt von Maut an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sprechen, das bedeutet Sterben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann soll ich ein paar Wörter dazu sagen. Barakallahu fikum, sakum lachir. Vor zwei Tagen haben wir viel gehört und gesehen und bestimmt wurdet ihr auch bombardiert mit Nachrichten. Wir gratulieren euch zum Geburtstag des Propheten Muhammad. Die meinen, das ist am 12. Ne? Rabi' al-Awwal, richtig? Übrigens, liebe Muslime, damit ihr wisst, 12. Rabi' al-Awwal ist eher der Todestag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht der Geburtstag. Weil keiner weiß oder genau weiß, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren wurde, salatu rabbi wa salamu alaihi. Das war ein Rabi' al-Awwal am Montag, aber wann wissen wir nicht. Wie können wir wissen, dass es Montag ist? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde nach Montag. Warum fastest du am Montag? Der hat gesagt, an diesem Tag wurde ich geboren. An diesem Tag. Das ist Montag. In Rabi' al-Awwal, manche sagen in Safar. Manche sagen in Rajab. Manche sagen in Ramadan. Manche sagen in anderen Monaten. Deshalb, man weiß nicht, wann der Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Nur dazu. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Okay, die Sahaba? Auch nein. Okay, Abu Hanifa oder Ebu Hanifa? Ha? Hat er gefeiert? Nein. Schafi'i auch nicht. Okay, dann später. 700 Jahre. 700 Jahre Islam. Kein Geburtstag feiern. Wer hat das angefangen? Die fatimitische Macht. Damals, die das angefangen haben. Ob sie Schia waren, das ist was anderes. Auf jeden Fall, die Fatimiyun haben das angefangen. Und das war, und jetzt, ich meine, 700 Jahre Islam, man hat das angefangen, die Anfänge waren 450 Jahre erstmal, aber das war nicht so verbreitet. Und dann bei Fatimiyun, später, die haben die Leute gezwungen, das zu feiern. Und ich sage nur euch eine Sache, bitte, bitte, für Allah subhanahu wa ta'ala überlegen. Und ich stelle diese Frage und fürchte Allah dabei. Wer von uns hier denkt, dass diese Machthaber in den muslimischen Ländern, dass sie sich für den Islam einsetzen und dass sie den Islam lieben? Gibt es einige von euch, die so glauben? Okay, seit wann lieben sie so den Propheten, dass sie den Geburtstag feiern? Jetzt Bashar al-Assad hat den Geburtstag vom Propheten gefeiert und während er feiert, die Kinder und die Frauen werden vergewaltigt und getötet und bombardiert. Ja. Möge Allah uns bewahren. Der andere feiert den Geburtstag vom Propheten und er tötet die Muslime.
Der dritte feiert den Geburtstag vom Propheten und der beschimpft den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der sagt, wir wollen keine Sunna von ihm. Der vierte und der fünfte. Deshalb, das genügt. Genug. Ist es genug, dass man sich überlegt. Sahabe nicht gefeiert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefeiert, die Tabi'in nicht gefeiert, Tabi'at Tabi'in nicht gefeiert, die großen Gelehrten der Umma nicht gefeiert. Und es gibt kein Datum mit dem Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn es gäbe, dann gibt es kein Feier. Sag mal, es gibt einige Gelehrten, die gesagt haben, kein Problem. Und einige Gelehrten, die gesagt haben, wenn die Leute Geburtstag feiern, vielleicht werden sie auch Lohn dafür bekommen. Ja, wir sagen, das stimmt. Diese Gelehrten, die gesagt haben, haben Fehler gemacht. Fehler. Dürfen sie Fehler machen oder nicht? Sind sie fehlerfrei? Auch so ein großer Gelehrter macht Fehler? Ja. Du sagst mir an Nawawi, es sagt dir Abu Bakr. Du sagst mir Ibn Hajar, es sagt dir Umar. Ja, wer hat mehr Ahnung vom Islam? Du sagst mir, jetzt weißt du besser als diese Gelehrten, dann sage ich dir, weißt du besser als Imam Ahmed und Abu Hanifa und Shafi'i und Malik? Sag ja, es gab in ihrer Zeit kein Feier. Dann? Was bedeutet das? Das ist Subhanallah. Dass eine Person macht Zina und er hat seine Freundin in hier eine Bierflasche in der Hand und Freundin, der sie küsst und er schickt eine WhatsApp-Nachricht. Wie sagt man auf Türkisch? Nein, nicht mehr Massage. Geburtstag, Ding. Kandil, ich weiß nicht was. Kandil Mubarak. Und der andere sagt, ich gratuliere zu Geburtstag. Oh, erstmal folge deinem Propheten und erstmal liebe deinen Propheten richtig und dann rede über solche Themen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und komischerweise, sie feiern seinen Todestag. Und was machen sie noch? Möge Allah uns bewahren. Ich meine, man überlegt sich, subhanallah, warum sind wir so geworden? Bei Themen, die wichtig sind und bei Themen, die religiös sind, praktiziert man nichts. Und bei Themen, die Bid'ah sind und Neuerung sind, da ist man so scharf drauf. Da will man die unbedingt haben. Wisst ihr warum? Weil diese Leute, die das machen, es fehlt ihnen etwas. Es fehlt ihnen diesen Iman, was Sunna ist. Sag mir, ja, aber wie sehen Sie, die beten und sowas. Ach, nicht jeder, der betet, betet. Und nicht jeder, der sagt, ich bin Muslim, dann ist er Muslim. Und nicht jeder, der sagt, ich bin gut, dann ist er gut. Und nicht jeder, der sagt, ich bin ehrlich, dann ist er ehrlich. Das haben wir schon gelernt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. So aufpassen, Barakallahu fik, und Geburtstag feiern ist nicht von unserer Religion. Und dass man ein Fest daraus macht, das ist etwas, was mit Sicherheit eine Neuerung ist. Wenn man sagt, nein, das ist keine Neuerung, wir wollen, dass die Leute sich an den Propheten oder dass sie sich erinnern an den Propheten, an die Sunna, dann bringt den Leuten die Sunna bei erstmal. Und die Sunna heißt nicht nur, dass man langen Bart trägt und die Hose kurz oder die Frau trägt Niqab. Es gibt andere Themen, die wichtiger sind. Charakter, Benehmen, erstmal Iman, wie die Sunna praktiziert wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Und wir in diesem Land, subhanallah, ich meine, man merkt, wie die Sache geworden ist, Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Und dass diese Themen in den arabischen Ländern oder in muslimischen Ländern, zum Beispiel Pakistan, Türkei und sowas, die sind so verbreitet. Die Sunna wird getötet und die Bid'ah wird belebt mit der Behauptung, wir lieben den Islam, wir lieben den Propheten. Wer den Propheten liebt, macht keine Bid'ah. Und wer den Islam liebt, der stört nicht oder zerstört nicht die Religion, sondern der praktiziert die Religion. Und das heißt nicht, dass wir extrem werden oder dass wir übertreiben. Nein. Es gibt eine Skala, es gibt einen Maßstab in unserer Religion und das ist Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba sagen, Radwallahu alayhim, und so sollten wir sein. Barakallahu fikum, sagt Allah. Wir wollen weder übertreiben noch untertreiben und wir wollen die Sunna richtig praktizieren und wer den Propheten lebt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله. Wenn ihr behauptet, Allah zu lieben, dann folgt ihr mir. So wird Allah subhanahu wa ta'ala euch lieben. Wo ist unsere Befolgung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heute in unserem Leben? Wir haben nicht von jedem verlangt, dass er ein Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah wird. Nur zwei Sachen verlangen wir. Dass man die Religion richtig lernt, bevor man, was man tut, fragt, und dass man keine Bid'ah und kein Haram begeht. Ist das viel? Natürlich nicht. Aber la hawla wa la quwata illa billah al-aliyy al-azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Es ist, wenn man weiß, an welchem Tag man geboren worden ist, sollte man den fasten. Du brauchst nicht an dem Tag zu fasten. Aini, du meinst vom Propheten oder von dir? Nein, allgemein. Für den Propheten? Nein, auch für uns jetzt. Nein. Das ist vom Propheten selber, der hat gesagt, ich faste am Montag, weil ich am Montag geboren bin. Er hat nicht gesagt, fastet am Montag oder am Dienstag, weil ihr geboren seid. Nur für ihn ist es. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na. Chef, die zweite Frage ist, Rasulullah Khamer, die Eier gesagt, subhanallah, Sikrum Khamis. Alaikum salam. Das ist übersetzt als ewiges Zauberwerk. Das bedeutet, er versucht uns immer zu verzaubern. Egal was er macht, egal was er sagt, ist Zauberei. Das bedeutet, sie haben alle Türen zugemacht, verstehst du? Alles, was er macht, das ist immer Sihr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich kann mir zwei Fragen gewesen, inshallah. Wenn du sagst, Jazakallah, dann machst du Jazakallah khayran. Aber Jazakallah allein ist falsch. Weil Jazakallah könnte auch falsch bedeuten. Das wäre Jazakallah Sharra. Verstehst du? Ja. Fika Barakallah. Du hast ja gerade den Hijri-Kalender und so erwähnt mit dem angeblichen Geburtstag von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja. Wann hat denn der Hijri-Kalender genau angefangen? Mit der Auswanderung oder gab es ihn schon vorher? Nein. Wann fing die Hijri-Kalender an? Das Hijra-Kalender, wann fängt das an? Barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Bis zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu alayhi, haben die Muslime keinen Kalender gehabt. Und dann gab es gab in Bahrain, es gab dort in Hajar, es gab dort Abu Musa al-Ash'ari, der hat an Umar was geschrieben und der Schreiber war ein Christ und der hat Datum gegeben. Umar radhiyallahu alayhi hat gesagt, warum? Warum haben wir dieses Datum? Wir datieren mit unserem Datum. Warum von den anderen? Und deshalb hat Umar befohlen, dass wir anfangen zu datieren mit der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da hat man zwei Monate zurückgemacht und so hat das angefangen. Und wie kann man dann sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Montag geboren ist, wenn es den Hijri-Kalender dann entspricht? Montag heißt nicht Hijri-Kalender. Montag ist Montag. Die Tage waren da. Okay. Diese 12. So ist, hier ist das Problem. Aber da kann man das abrechnen, kein Problem. Okay. Ja. Aber der ist nicht am 12. geboren, der ist am Montag geboren, in Rabi' al-Awwal, ala al-Rajih. Das ist nicht unbedingt jetzt richtig, dass er unbedingt jetzt in Rabi' al-Awwal geboren ist. Aber was man weiß, dass er in Rabi' al-Awwal am 12. gestorben ist, das sagen die meisten Gelehrten. Na, die feiern sein Todestag, nicht sein Geburtstag. Und, was Bid'ah ist. Na. Ja? Unser Priester hat ja am Montag gefastet, weil er Geburtstag hatte. Und warum hat er dann am Donnerstag gefastet? Weil es auch nicht so nach Fasten war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat am Montag gefastet, weil unter anderem das sein Geburtstag ist. Unter anderem. Warum Donnerstag? Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Taten, die Handlungen, die werden zu Allah erhoben am Montag und Donnerstag. Und deshalb möchte ich, dass mein Tat Allah vorgestellt wird und ich bin dabei fastend. Es wurde gesagt im Koran, ein Shahid darf man nicht sagen, wer ist tot. Der lebt, der kriegt Risiko bei Allah. Also das heißt, die Leben
Verewigkeit oder. Okay. Der Bruder sagt, was bedeutet das, wenn das im Koran steht, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Der Bruder sagt, das steht im Koran, dass die Shuhada, dass sie lebendig sind bei Allah subhanahu wa ta'ala und man darf nicht sagen, dass sie verstorben sind. Was ist mit diesem Leben? Weil das mit unserem Unterricht zum Teil was zu tun hat mit Leben. Barakallahu fikum, es gibt drei Arten von Leben. Leben haben wir drei Arten. Ein Leben, das ist das diesseitige Leben, diesseitig. Und jenseitig und ein sozusagen Barzach-Leben, wie Spaltleben, Spalt zwischen den beiden. Okay? Das heißt, du hast ein Leben hier, fängt an, endet hier mit dem Tod. Und dann fängt Leben im Grab. Fängt an mit dem letzten Tag. Und dann gibt es das nächste, das ist entweder Paradies oder Hölle. Und das ist ewig. Okay? Deshalb die Shuhada, die haben uns im Leben verlassen. Das heißt, die sind theoretisch tot. Von diesem Leben. Aber im Barzach sind sie am Leben, aber dieses Leben ist nicht unser Leben. Du kannst das nicht vergleichen mit unserem Leben. Die Rahmenbedingungen, alles andere sind anders. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die sind lebendig, weil der Prophet erzählt hat, dass ihre Seelen in den Bäuchen von den grünen Vögeln auf die Bäume des Paradieses hängen. Und das kann man, wenn man das hat, da hat man verstanden, da braucht man sich keinen Kopf zu machen. Also, du kannst nicht vergleichen das Leben, was sie haben im Grab oder im, sage ich jetzt, Barzach-Leben mit dem Leben hier oder mit dem ewigen Leben. Und dass sie im Paradies sind, das ist nicht das ewige Paradies. Das ewige Paradies wird nur betreten nach dem letzten Tag. Und der Erste, der reinkommt, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und alles andere vom Paradies ist nicht das ewige, sondern das ist ein Paradies. Wallahu ta'ala ala wa ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.